Weißt du, warum eigentlich Mit My Life heißt? Weil ich früher ziemlich viele Livestreams gemacht habe. Ich war mit den Leuten unterwegs im Internet. Wir haben uns ein paar Videos reingezogen. Ja, und ich habe einiges von meinem Leben gezeigt, was ich jetzt irgendwie die letzte Zeit nicht gemacht habe. So viel Stress. Weißt du, musst überlegen. Von der Angestelltenposition zur Selbstständigkeit. Zwei Mitarbeiter, muss gucken, dass Kohle nahe kommt, muss gucken, dass Geschäft da ist. Ja, deswegen habe ich meine zwei Kanäle, drei Kanäle, das ist der Mit My Life Kanal, da tun wir jetzt einiges aufnehmen, dokumentieren jeden Tag, wie mein Leben ist, was ich gerade zu tun habe, wie viel Stress ich so mit meinen Kunden habe oder weniger Stress. Was überhaupt in meinem Leben geschieht, was jetzt mit dem Haus ist, was jetzt mit dem und dem ist. Weißt du, was ich heute machen will? Ich rufe heute beim Gesundheitsamt an und sage, ich will ein Testzentrum eröffnen. Weil hier in Losburg kannst du vergessen, hier in Losburg ist es Katastrophe. Ja. Deswegen heißt für all die Leute, die das Video wegen irgendwie Diagnosegeräten gucken, da habe ich einen zweiten Kanal, ML24. Und die Leute wegen Baustellen, wegen Auto und so weiter, habe ich auch einen Kanal aufgemacht. Hat gerade mal 100 Abonnenten, also weiß nicht, muss gucken, dass die Leute irgendwie da drauf kommen. Aber beide Kanäle habe ich ja unten verlinkt, weißt du? Und da kannst du gerne mal vorbeischauen, gell? Und natürlich Daumen nach oben lassen und je nachdem, was für ein Thema dich interessiert, kannst du ja auch da bleiben oder auch wegbleiben. Aber dieser Kanal wird jetzt endlich mal, wie ich das auch haben wollte, somit mein Live-Kanal, dass ich mein schönes, interessantes Leben dokumentiere. Mal sehen, was jetzt die Jungs da machen. Ah, oh Mann, jetzt der Strahler, der macht die ganze Sicht kaputt. Blech, Strahler, geh doch mal aus, Junge! So, jetzt sieht man gleich den Strahler nicht, aber man sieht die Beleuchtung. Zumindest die Beleuchtung ist cool. Obere Etage habe ich jetzt auch einiges fertig gemacht. Die geilste Einsatz. Die geilste, nicht Einsatz, sondern Eingangstür, ey. Schön mit Beleuchtung, blau. Ich freue mich, wenn da die Aufkleber wegkommen, weil dann sieht es aus, so wie ein Tunnelblick, weißt du? LEDs. Junge, Junge, Junge. Und ich muss dir noch erzählen, hast du ja gar nicht mitbekommen. Der Hammer, der ist ja gelaufen, gell? Jetzt läuft der Hammer nicht mehr. Ey, Katastrophe, ich sag's dir. Weißt du, was da der Fall war? Da ist nicht... Also das Getriebe, das hat funktioniert, das hat geschaltet. Ich war so euphorisch. Ich hab mich gefreut wie ein kleines Kind, dass mein Hummerchen mal wieder läuft. Und was ist? Was glaubst du, was da ist? Wärmetauscher, also der Ölkühler vom Getriebe, der ist futsch. Der ist im Eimer. Und da hat sich das Kühlwasser mit dem Getriebeöl vermischt. Und es hat schon gelangt, ich wollte nach oben fahren. Ich glaube, die ganzen Kupplungen sind zerfetzt. Ich bin mal gespannt. Ich bestelle einen neuen Ölkühler. Ich tue das mal komplett durchspülen. Vielleicht greift er noch irgendwie. Wenn nicht, ist mir egal. Ich überhole wieder das Getriebe. Dann machen wir das Teil zum Projekt. Karosse, obere weg und so weiter. Du weißt schon, was für ein Hammer ich meine, oder? Ich zeig dir mal das gelbe Ding hier. Guck, guck. Ach, guck mal, wir sind nicht schön am Putzen. Da wollen wir den Hammer gleich mal hinstellen. Valerij, dobre utre. Morgen, Mike. Machst du Schneemann kaputt, oder was? Ja, klar. Ja, Mike. So hat es geschneit bei uns. Aber guck mal, ich zeig dir mal, was ich meine. Oh, Weihnachtsgeschenke sind da. Nee. Schöne Tannenbaum. Guck mal, den hier meine ich. Das gelbe Ding. Weißt du, wie man es merkt? Also du fährst irgendwann mal, der Schlupf wird zu hoch und dann ist die Sache,
Ölmessstab gezogen, weißer Schlamm. Und das Kühlwasser inklusive dem Getriebeöl spuckt es einfach raus durch das obere Teil. Hey, hör mir auf, ich habe da so gekotzt. Ja. Aber der Motor läuft. Deswegen mal gucken, wenn wir das Ganze zerlegen müssen, dann machen wir halt so, dass die Karosse nach oben wegkommt, dann machen wir die ganze Verkabelung neu und alles. Was sagst du dazu? Hört sich gut an, oder? Was? Hört sich gut an? Was hört sich gut an? Ja, mit dem Hammer. Ja, der Hammer hört sich gut an. Ja, also er hat es ja noch nicht mitbekommen, weißt du, deswegen habe ich es geschwind gezeigt. Achso. Ja. Jetzt raus mit dem Scheißbock, hey. Sag du nicht Scheißbock, nachher macht er wieder Probleme. Ja, gell? Hubsches gelbes Dingchen. Sagst immer Scheißbock. Ja, gell? Deswegen läuft er auch nicht, glaube ich. Dein Auto hat auch gefühlt. Siehst du, guck mal, hey, hat der Mike richtig schön sauber reingeklebt. Reingemurzt. Professionell. Richtig professionell, richtig super. Naja, also, kein Kabel gehabt. Oh je, yeah. Musste ich extra herkommen. Weißt du, was mich hier ankotzt? Dieses nette, liebe, schöne Balken. Guck mal, siehst du das? Steht mit meinem Live drauf, aber der scheiß Internet, der tut kaum. Valera, wohin? Ich zeig dir Pläne, guck mal. Dir zeige ich auch den Plan, ja, schau mal genau zu. Wenn ich hier auf Kontowechseln gehe, ich habe einmal MM, aber das machen wir ja auf MS. Wir haben ja gesagt, dass MS24.shop irgendwann mal nochmal öffnen wird. Mach selbst, heißt es dann, weißt du? Der Channel. Ja, das ist ja der Mitman Live. Das, was du gerade auch sehen tust. Und das ist ML24. ML24 machen wir alles, was mit Autos zu tun hat. Das heißt, einmal Diagnosegeräte. So, wo ist das? Wo ist das? Mein Kanal. Steht auch mit meinem Live drauf, scheiß drauf. Ja, siehst du, also da habe ich ja bis jetzt eigentlich nur Diagnosegeräte präsentiert. Da können wir aber Spezialwerkzeuge präsentieren. Siehst du, da hat auch das Video, da kommen auch einige her, wo ich das Diagnosegerät präsentiere. Klimakompressor, wie ich da getauscht habe. Und das machen wir halt zu unserem Kfz-Kanal. Also, du, ja du, wenn du keinen Bock auf mit meinem Live hast, wo ich zu viel schwätze, geh doch einfach rüber, Alter. Stress mich nicht. Geh auf den Kanal drauf, dann siehst du schöne Videos vom Diagnosegerät und dann siehst du was noch? Kfz-Sachen. Kfz-Sachen. Ja, soll man so machen? Komm. Wer war hier am Wochenende wieder fleißig? Guck mal. Blöd. So wie das Video, wo ich dir geschickt habe. Ja, ja. Ich lass was sein. Blöd, warum? Zeig mal das Video nochmal. Ah, scheiße, kannst du ja gar nicht, gell? Warte, welches Handy hast du mir privat oder geschäftlich geschickt? Geschäftlich. Guck mal. Aber die ist schon gekommen bei mir, nicht? Ja, das ist Wasser. Also. Weißt du, in die Kacke ist auch das. Ich würde auch gerne 24 Stunden Livestream machen oder so. Die ganze Zeit einfach nur aufnehmen. Es macht Laune, Leute kommen dazu, Leute gehen und so weiter. Aber du hast nirgendwo Internetempfang. Hm. Das ist halt das Problem. Ist keine Verbindung. Oh ja, ja, hier die ganzen Kunden. Mike, wann hast du mir geschickt? Mike ist immer noch als Nachbar hinterlegt. Ja, guck mal das Video an. Valeric ist auch für dich, guck mal. Bla. Jo, der hat gerade Wasser reingemacht. Ich schwör's dir, ich glaube, das ist bei jedem Russen so, oder? Das ist okay. Ja, Mann, ja, Mann, ja. Und dann die Wasserkennle. Geil, leider. Oh ja, lecker Schmecker. So, wie ist der Plan? Der Hummer geht raus, gell? Der geht raus, ja. Oh, was ich ihm auch noch nicht gezeigt habe. Oder ihr? Ihm? Bochel. Guck mal. Den Zuschauern. Schöne... Sag einfach den Zuschauern. Was den Zuschauern? Ich meine den hier, Alter, der gerade zuguckt. Oder die gerade zuguckt. Ist mir egal, wer das ist. Das ist Valera, der gerade zuschaut. Valera, das ist einwandfrei. Kuckuck, wir haben ein neues Auto, ein Gölfchen, der hat keinen TÜV bekommen,
Den haben wir günstig geschossen. Der sollte ein bisschen gerichtet werden und verkauft werden. Und nicht nur ein bisschen, sondern wir zeigen ja die ganzen Mängel auf. Also wir nehmen die ganzen Mängel auf, aber das hast du ja schon gemacht. Ja. Kotflügel liegt schon da vorne, guck mal. Siehst du? Schöner Kotflügel. Da war ein Spezialist dran. Aber ich muss sagen, ja, es sieht schön aus. Es ist Murks, aber du musst mal beachten, wie, das, wie schön er die Kante gemacht hat und hier innen umgelegt hat. Also, da war bestimmt eine Weile dran. Ja, aber ist leider nicht TÜV-konform. Weil wenn irgendein besoffener Russe oder Pole oder irgendjemand, weiß, mit der Schnauze ging's... Ist auch noch rassistisch, oder was? Nein, ich bin selber Russe, also darf ich das. Ja, wenn der gegen, mit seiner Schnauze dagegen fliegt, ne? Was passiert? Der kann sich aufschlitzen. Aber eigentlich ist es Plastik. Guck mal, was sagt der TÜV? Der kann doch nichts passieren, Alter. Oder die Steifigkeit, keine Ahnung. Verletzungsgefahr. Marc, ich geh kurz aufs Klo und dann können wir schieben, ja? Ja, aber ich guck, vielleicht läuft er auch. Also nicht er, sondern das Getriebe, besser gesagt. Naja, viel Spaß. Ich gehe aufs Klo. Ist die Toilette offen? Ist die Toilette offen? Naja, ja, guck mal. Der Pool, der ist ja noch nicht fertig. Ich freue mich, im Sommer da baden zu dürfen. Wird richtig geil sein. Und hast du sowas überhaupt zu Hause? Guck mal. Also nicht nur eine Toilette, das hast du bestimmt. Aber in der Werkstatt noch ein Pissoir. Das ist aber gut. Weißt, das ist halt so, wenn man sich verschiedene Jacken hat und dann irgendwie geschwind mal was erledigen muss, dann tut man das in die Jacke rein, zieht am nächsten Tag die andere Jacke, weil das ist ja auch kein Kundenfahrzeug. Trotzdem haben wir auch eine Mappe dafür gemacht. Ja, was mache ich? Was mache ich? Lass es in der Jacke drin. Aber Gott sei Dank, mein Schatz hat es gefunden. Die findet auch immer alles. Weißt du, egal was man hier nicht sagt, egal was man nicht sucht, egal was man nicht... Na, ist egal. Das ist der Schnee im Schwarzwald. Kann man schön Schlitten fahren. Ja, das sind auch richtig coole Nachbarn. Vom Wiesehof. Eine ganz liebe Family. Schau mal hier da vorne. Und die haben auch Rinder. Das ist der Wiesenhof. Ja. Weißt du, wann Gesundheitsamt ungefähr aufmacht? Google mal bitte kurz nach. Dann rufe ich gleich morgens an, solange die ihr Käffchen trinken oder so oder aufgewacht sind. Wegen sowas hier bin ich auch nach Lossburg gezogen. Von Lernberg. Nein, Stuttgart. Also da hast du überall entweder grün, halt viele schöne Weiden. Sieht richtig schön aus. Also. I love Freudenstadt, I love Lossburg, I love Sülzbach, I love Lombach. Liebe Grüße gehen an alle raus, ne? Sagst allen liebe Grüße, die du kennst, an deine Nachbarn oder so. Sag, die sollen mit mal live gucken. Unterstützen mit mal live, hier aus der Umgebung. Da sind wir, die Bär. Lämmer. Wir hatten gestern Jahrestag mit meinem Schatzi. Es war Sonntag. Wir haben die ganze Zeit auf der Baustelle geschuftet. Und ich habe meiner Süßen jetzt nichts gekauft, ey. Das war gestern. Aber ich weiß, sie liebt Rosen und ich hole ihr wunderschöne Rosen, die ich jetzt im Winter bekommen kann. Ich hoffe, da gibt es noch ganz hübsche, ganz süße, ganz tolle Rosen für meine tolle Frau. Ja. Also gestern war ein anstrengender Tag. Wir haben übernachtet hier bei uns im Haus. Da war die Bodenheizung irgendwie nicht sauber entlüftet. Der Boden war arschkalt. Wir konnten kaum schlafen. Da haben wir uns schon Klamotten angezogen. Und irgendwann um 3 Uhr nachts haben wir gesagt, nee, also bevor ich jetzt erfriere oder krank werde, gehen wir ins andere Zimmer. Na, guck, das Haus wird ja auch schon fast fertig sein. Ja. Und da haben wir kaum geschlafen gehabt, dann die Luftmatratze, die hat die Luft rausgelassen und naja, zumindest war ich mit meinem Schatzi, haben uns warm gekuschelt, war aber Katastrophe, deswegen verstehe ich, dass sie heute mal ausnahmsweise ausschlafen möchte.
Die Kleinen sind krank. Ich bin auch noch erkältet. Merkst du auch. Nase. Husten. Aber jetzt gehe ich erstmal schöne Rosen holen, nachdem ich den Jungs den Schlüssel vorbeigebracht habe. Ja, ja. Echt? Ja. Frauen meistens. Ja, gut. Drecksacker. Guck mal, ey, das Ding, das ist uralt, hat aber 115.000 Kilometer drauf und startet einwandfrei. Ja, das Auto zeigen wir dann auch. Startet einwandfrei. Keine Probleme, weißt du, was das ist? Wir machen neue Zündkerze, wir machen Kraftstoff, aber davor gab es doch kein Problem. Was ist das? Bleib, spring an, du! Warte, mach mal aus. Bleib, das ist Coffee-Effekt. Ah, der ist schon ein bisschen warten müssen, das war der Sprit. Ja, da machen wir Ölreinigung, Ölexpertise, bevor wir den Bock verkaufen. Weil das ist ja mit Gewährleistung sogar, ne? Was wir da verkaufen. Ich bin so zu weiß, dass man Softwareoptimierung machen kann, oder? Ja, bei 1,4 oder was hat das Ding? 1,475 PS, ja, kann man ja, mal machen. Dann haben wir nochmal 200 PS raus, ne? Ja, ja, Turbo einbauen und so. Ich meine, hey, den brauchen wir noch. Ja, dann machen wir den hier raus. Testzentrum und so weiter, weißt du? Da muss Gesundheitsamt zustimmen, dass das gerade benötigt wird. Dann kriegt man eine Freigabe, dann machen wir eine Schulung. Und dann kann ich mich schon registrieren, habe die ganzen Seiten rausgesucht. Wo, wie, was, Baden-Württemberg, wo ich das einreiche mit den Kosten und so weiter. Bin ich ja mal gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, ob der Bock, ich weiß nicht. Also okay, nein, da ist jetzt mehr Kühlwasser drin. Ja, ich bin auch auf Gesundheitsamt gespannt. Also, das... Gegen 9 sind die wahrscheinlich so richtig wach, oder? Oder nee, 10 am besten. Um 9 trinken die ihr Käffchen oder so. Keine Ahnung, das sind Beamte. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich schaffe von 12 bis Mittag, das war's. Ja, deswegen, ja, 10. Können wir. So, jetzt mal gucken, ob er gleich Pipi macht. Schalt mal rückwärts. Geht da was? Gib mal Gas. Ja, ja, mach, solange der noch geht, komm. Und dann fährst du ihn. Ja, guck mal, der fährt doch. Also Getriebe ist nicht ganz im Eimer. Gott sei Dank ist das Getriebe nicht ganz im Eimer. Der darf nur nicht warm werden wegen Kühlwasser. Und dann fährst du ganz nach vorne durch, ja. Mike, gell? Ja, fahr ganz nach vorne durch, da haben wir hier vorne auch noch Platz. Doch, mach mal. Hä? Das darfst du machen, schalt aber der Allrad zu. Okay. Oh je. Gut. So, der Chef mal wieder selber am Steuer. Geht mir das Auto? Natürlich. Ohne Probleme durch. Wahnsinn. Perfekt. Das
das doch geil ist. Ich glaube, wir müssen das Getriebe dann gar nicht erneuern. Sondern so wie der Marc gesagt hat, tun wir vielleicht einfach nur das Getriebe dann durchspülen, machen den Ölkühler neu und dann läuft der Bock, Alter. Vielleicht hat es ein bisschen angegriffen, die Kupplungen, aber die sind wahrscheinlich nicht ganz durch. Alter. Ja, sauber machen würde ich auf jeden Fall mal. Yeah. Wollen wir Batterie abbauen? Hä? Batterie rausmachen. Jetzt ist die am Arsch bis nächstes Jahr. Ja. Ja. Guter Auto. Schmeiß den Sand auch. Guter Auto. Ja. Ja, dann zeigen wir gleich die Wunderwaffe. Unsere Reinigungsmaschine, hey. Klasse Teil. Hast du schon ein Video vorher gemacht, oder? Ja, wir hatten mal aufgenommen gehabt. Das muss ich aber so korrekt zuschneiden. Da hängt irgendwas beim Auto, was ist das? Und der Bodenabdeckung? Ah, okay. Ah ja. Machen wir neu. Da, hübsches Teil. Was sagst du dazu? Hat ein Schiebedach. Klackert nicht, der Motor läuft einwandfrei. Da machen wir auch Motorreinigung und so weiter. Hat alles, was man braucht. Das Radio baue ich dir auch noch sauber ein. Kannst du dann schön fahren mit dem Auto. Ja. Und 20 Zoller hat der Mike geholt. Jo. Ja, das sind nicht 20, 19 Zoller, glaube ich. 19, ja. Aber das zeige ich dir auch noch im Video. Guck mal, die Einfahrt ist so beschissen, ist so rutschig. Jetzt greift er was, jetzt greift er was. Mit Mühe und Not komme ich hoch. Ja, kriegen wir hin. Was macht denn der da? Da sind die Reifen. So, passt ja. Schlüssel lasse ich stecken. Wegen der Kleinen? Nee, die Kleine ist krank. Die ganz Kleine ist krank, die Große ist krank. Die sind alle am Husten. Katastrophe. Ah, soll ich rein? Ich mach kurz Bestellung, ja. Ah ja. Nein, damit. Top dann Phoenix Pro. Kauft es dir jetzt, sonst ist es bald ausverkauft, ehrlich. Glaub mir. Also wir haben jetzt nur noch, glaube ich, 50 Stück oben von knapp 200 oder so. Und bis Februar bekommen wir da aktuell nichts mehr neu. Es ist die ganze Zeit besetzt. Das gibt's doch nicht. Leute, habt ihr vergessen, den Hörer hinzulegen? Armes Gesundheitsamt, die sind überlastet. Alle am Telefonieren. Normalerweise kannst du irgendwie einschalten, dass das Telefon einen zurückruft, wenn das frei ist. Das hat dem letzten Mal funktioniert gehabt. Ja. So hocke ich schon seit über einer Stunde dran. Fast. Warte.
okay, dann geht's nicht. Ja. Voll und redet wie ein ganz krasser, dieser Spaß, du das wäre Elektrosmog, Alfacher. Was ist mit dir? Du wolltest mir irgendwas zeigen, glaube ich. Ja. Und dann Super Golf. Der Super Golf. Das sehe ich ja schon. Jo. Na, der ist ein bisschen undig. Aber haben die fachmännisch gemacht, guck mal. Ja, richtig, richtig super. Also du brauchst bei Öl-Ablass dem Auto, noch nicht abgelassen, oder? Doch. Hast du schon. Du brauchst bei dem Auto die Ölablassschraube nicht aufmachen. Machst einfach eine von denen drauf. Ja, geil. Funktioniert super. Da kommt's raus. Ja, das hat er auf jeden Fall neu gemacht. Ich zeig mal, was muss ich alles bestellen? Das machen wir alles neu. Also Ölfilter, Luftfilter. Hey, oh, Zündkerzen haben wir auch. Ja, kommt da. Nee. Da war da überhaupt eine Dichtung drunter, ey. Scheiße. Zahnriemen haben wir bestellt. Eieieiei, da ist ja gar kein Gewinde mehr zu sehen. Jo. Wie sieht der Keilreparierer aus? Eigentlich neu, gell? Super. Nee, das ist super, gell? Super. Das ist gut. Was haben wir noch? Wir haben Spurstangenkopf. Was war das? Spurstangenkopf? Ja? Nicht der. Dömlager. Waren das auch? Dömlager? Dömlager, ja. Ja, aber guck mal. Da siehst du. Siehst du? Das wackelt hin und her. Ja, und? Ja, Dömlager halt im Eimer. Dömlager. Kotflügel habe ich ja schon gezeigt. Einmal Kackflügel neu. Ja, weißt du? Hier gammeln die halt gern. Aber hier auf der Seite, ich weiß nicht, ob wir da unbedingt jetzt einen neuen machen, oder? Mit dem Kotflügel ja. Super. Na, komm. Das, schau ihn dir mal an. Weißt du? Guck mal, wie kann man bloß so sein? Das gibt's doch nicht. Wir hätten ihn noch auf eBay verkaufen können. Ja, dann schneide ich das hier halt ab. Ja. Verkaufst du richtig. Warte, was hast du gezeigt? Noch ein Stopfen? War da irgendwo? Ja. Der ist. Kannst du mal hören? Hör auf. Das ist ein bisschen knusprig. Mhm. Also, machen wir Stopfen ein. Ja. Wird ein Blech eingesetzt. Auf jeden Fall. Kraftstofffilter sieht eigentlich wie neu aus. Den haben wir nicht bestellt. Nein. Wir haben ja gesagt, wir machen bei dem Auto fast alles neu. Guck mal, Mitteltopf ist schon neu gekommen, oder? Endtopf ist schon neu reingekommen. Mitteltopf auch, guck mal, oder? Ja, ist schon ein bisschen länger hier. Ja. Da halt, der Cut. Der Gord halt noch. Ist ein bisschen undicht. Ah ja. Na ja, klasse, dann wissen wir, was wir bei dem Hübschen zu tun haben. Leute, wenn du das Auto kaufst, du. Dann weißt du ganz genau, dass das Auto alles bekommen hat. Wir machen eine Ölexpertise, ob die Lager und alles noch im Rahmen sind. Bläulager, Nockenwellenlager, egal was für Lager. Ah, hast du schon eingefangen. Meine Nase ist eh zu, hey. Sieht gut aus, riecht gut. Du riechst doch hier nichts. Ja, Sprit habe ich gerochen. Kekse. Wir saufen Keks. Für die beste Frau auf dieser Welt. Danke, mein Schnucki, dass es dich gibt. Ich liebe dich über alles. Danke dafür, dass du bei all denen Sachen, was mir so in den Kopf fallen, mitmachst. Dass du mich immer liebst. Dass du am Ball bleibst. Danke, meine Hübsche. Man kann sich gar nicht vorstellen, was meine Frau mit mir so alles durchgemacht hat. Weil ich kann nicht auf dem Plätzchen hocken und nach Strich und Faden das machen, was man eigentlich machen muss. Sondern mir fallen immer irgendwelche Ideen ein, was ich machen möchte. Allgemein in der Selbstständigkeit und in allem. Und da zieht halt meine Frau mit. Also andere Frauen würden schon längst sagen, ja, ich hocke auf dem Sofa, mach du. Und sie, sie ist eigentlich so hier der Sprit oder der Motor. Wie sagt man da am besten? Also wir tun uns ganz gut ergänzen. Auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir ein bisschen weiter. Weiter.
Gott sei Dank mit mir noch gut. Ja, da bist du. Gut. Ja, das könnte hinkommen. Schaut mal. Kotflügel ist ab. Sieht gut aus. Ja, guck mal. Flügel sieht auch gut aus. Ja, Mann. Einmal hier das Beschleunigungsblech. Ich find's klasse. Nicht mal den Rost weggemacht. Aber klasse. Also die Arbeit, wo hinter diesem Blech steckt, ist wirklich, das ist gut. Hat er schön gemacht. Aber naja, sind ja total verfehlt. Und guck mal, weißt du, warum das immer so gammelt? Also nicht du, sondern du. Das passiert, wenn man hier die Abläufe nicht sauber macht. Guck mal, auf der anderen Seite ist noch ein bisschen besser zu sehen. Da hat man hier Wasserabläufe, ne? Na, guck mal, hier kann es reinläufen. Wenn es nach unten geht. Komm auf die andere Seite, ja. Na hier, da sehe ich wieder, wie schön der Schmodder drin sitzt. Ja. Und es gehört immer gereinigt. Und mal Rathausschale wegmachen. Mike sagt einmal im Jahr, ja, wäre es perfekt eigentlich. Ja, einmal im Jahr. Sonst guck mal. Sagt er da so eine Art Feuchtigkeit drin. Das weißt cool, du, was das ist? Das ist Erde. Das ist Erde, Dreck, Laub. Von der Straße. Ja. Also alles, was du dir so im Radkasten, was du da reinzieht, landet größtenteils auch da drin. Ja, ja. Katastrophe. Meist fällt auch hier runter dann. Und damit hier nicht zu viel Feuchtigkeit ist, da ist ja der Innenraumfilter. Mhm. Und die Nachfolgemodelle, die haben ja alle im Radkasten. Damit hier der ganze Schmutz nicht einsammelt und damit er nicht nass und feucht wird. Im Radkasten oder im Innenraum drin. Ja. Golf 6 zum Beispiel hat einen Armaturenbrett. Mhm. Guck mal, da steht Toilette, oder? Ja, ja. Ich sitze mal eine für Marder oder gegen Marder? Marder. Stop and go. Ah, okay. Geile Sache. Na gut, was immer so machen. Chemo. Inspektion. Yeah. Und so sah es vor ein paar Tagen aus. Katastrophe. Kannst du dir gar nicht vorstellen.